Miriam, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dabei bist, dass du auch von euren Erfahrungen berichten möchtest. Und es geht ja heute um das Marketing, das ist ja ein Kunstwort und auch den Superpower, den man damit entwickeln kann. Und ja, ich schlage vor, wir starten einfach. Bitte schön, deine Bühne. Gerne. Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich auch sehr, mit dabei zu sein. Ja, wir haben heute einen super spannenden Austausch, hoffe ich, freue ich mich drauf, zum Thema Marketing. Und ich möchte euch ganz kurz auf die Reise mitnehmen, warum wir uns dieses Thema genauer angeguckt haben. Und zwar ist es ja so, vielen Unternehmen fällt es auf, der Kunde ist heutzutage viel informierter als früher. Warum? Es liegt auf der Hand. Die digitale Customer Journey ist weit verbreitet, egal im B2C-Bereich oder im B2B-Bereich. Informieren sich die Kunden online, erhalten viel mehr Informationen zu Produkten, Preisen, zum Markt in Summe. Und das hat eine Auswirkung auf Unternehmen. Und wir haben uns die Frage gestellt, wenn das tatsächlich so ist, dann müsste es auch eine Organisationsveränderung geben bei Unternehmen, um den Herausforderungen gerecht zu werden. Denn wenn die Customer Journey online stattfindet, die Informationen online abgegeben werden, dann kann man mit diesen Informationen was tun. Der Vertriebler, wenn er entsprechend das erste Mal mit dem Kunden in Kontakt tritt, sollte all diese Informationen wissen. Und wir wollten wissen, ist das so? Wie ist das im Mittelstand verbreitet? Also es das heißt, wird mit diesen Informationen gearbeitet? Werden Daten nur gesammelt oder werden die tatsächlich verwendet? Und aus diesem Grund haben wir eine Studie durchgeführt im letzten Jahr. Wir haben 250 Unternehmen befragt, überwiegend Deutschland, aber auch mit Österreich und Schweiz. Es war der Mittelstand. Es war über alle Branchen hinweg, es war auch über alle Funktionen hinweg. Das heißt, wir haben Geschäftsführung, Vertrieb und Marketing befragt. Und wir haben erkannt, dass, ja, es wurde bestätigt, also 90% der Befragten bestätigten, der Kunde ist heutzutage viel informierter. So, und jetzt wäre ja die Kehrseite, dass mit diesen Informationen, die gesammelt werden, entsprechend auch was getan wird. Und die Kehrseite ist nur leider, dass nur 31% der 250 befragten Unternehmen auch tatsächlich einen vollständigen Blick auf ihre Kundendaten haben. Also bedeutet, wir haben hier eine Diskrepanz. Die Informationen, die gesammelt werden, werden nicht verwendet. So. Und um hier dann noch eins weiter ins Detail zu gehen, haben wir überprüft, naja, wie arbeiten mit den Marketing und Vertrieb zusammen? Es bräuchte ja gemeinsame Prozesse, es bräuchte Projekte, vielleicht sogar eine gemeinsame Organisationsstruktur. Und auch hier war die Aussage und die Erkenntnis sehr ernüchternd, denn Marketing und Vertrieb sind in 51% der Unternehmen in getrennten Organisationseinheiten und auch ohne gemeinsame Projektteams. Also bedeutet, wenn es ja eine Marketing- und eine Vertriebsabteilung gäbe und die arbeiten ordentlich zusammen über Collaboration-Tools, über gemeinsame Projekte, Prozesse etc., wäre das ja noch in Ordnung. Aber auch hier haben wir ein großes Potenzial, das genutzt werden kann, um die Kundenzufriedenheit zu verbessern, um den Kunden besser zu betreuen. So. Und über dieses Thema wollen wir heute diskutieren. Was hat das für Auswirkungen? Was geschieht hier mit den Daten? Welche Daten werden gesammelt, welche noch nicht? Ich habe, um hier noch eins weiter tiefer zu gehen, auch später ein paar Slides für euch dabei. Wir dürfen ja heute hier eine gute Stunde diskutieren gemeinsam. Um das auch aufzulockern, möchte ich euch später nämlich auch von der zweiten Studie noch berichten, wo wir untersucht haben, welche CRM-Trends gibt es denn? Also welche Ziele werden durch CRM verfolgt? Wie viele CRM-Projekte scheitern? Warum scheitern die? Was ist zu berücksichtigen in der CRM-Anbieterwahl? Das heißt, da steigen wir nachher noch ein, weil es ist ja dann die Basis, wie auch Marketing und Vertrieb zusammenarbeiten können. Aber jetzt bleiben wir noch hier bei der Geschichte zwischen Vertrieb und Marketing. Ich habe eine Zwischenfrage.
Miriam, Gerne. du hast gesagt Mittelstand. Das ist ja immer so eine Diskussion. Wie defini habt ihr oder wie definiert ihr in der Studie Mittelstand? Genau. Also bei uns war es so, dass jetzt 76% der befragten Unternehmen so einen Umsatz von rund 2 Milliarden, Entschuldigung, kleiner 2 Milliarden hatten, und das definiert ja so ganz gut den Querschnitt des deutschen Mittelstandes. Ja. Okay, super, danke. Ja. Also das Spannende, wo wir hier eingetaucht sind, ist, die Problemstellung ist klar. Die digitale Customer Journey, die Daten werden gesammelt und noch nicht ausreichend verwendet. Wir haben uns angeguckt, dann entsprechend, welche Hebel gibt es denn, dass die Teams näher zusammenarbeiten und die Daten entsprechend fließen. Es waren hier drei Punkte. Also das eine ist, dass überhaupt mal eine gemeinsame Datenbasis aufgebaut werden muss. Bedeutet, wir haben Systeme, wir haben CRM-System, ES-System, ERP-System, wir haben vielleicht noch ein separates Marketing-Automation-System, wir haben die Website etc. Und hier haben wir in der Analyse auch erkannt, dass die Schnittstellen der Tools noch viel zu wenig aufgebaut sind. Bedeutet, wir haben in vielen Unternehmen noch gar nicht diese einheitliche Datenbasis. Das heißt, wahrscheinlich, weil die Schnittstellen, ich weiß es nicht, zu wenig berücksichtigt wurden, die Systeme nicht so flexibel sind. Also hier ist ein großer Hebel, wirklich die Schnittstellenthematik genauer unter die Lupe zu nehmen, um hier die Daten entsprechend übergreifend auswerten zu können. Das zweite war tatsächlich die Struktur. Also ich hatte es schon erwähnt, haben bei Adito sind wirklich den Schritt gegangen, uns agil zu organisieren. Also wir haben ein eigenes Framework gewählt, aber es basiert auf Holacracy 3.0 und haben dadurch nicht mehr nur zwei Kreise. Also in der agilen Struktur spricht man ja von Kreisen, Marketing und Vertrieb, sondern wir haben einen Kreis und der nennt sich S-Marketing, also S für Sales und ja, Marketing spricht für sich. Und wir haben die Organisationseinheiten zusammengepackt und hier nochmal durchleuchtet, welche Prozesse müssen bei welchen Rollen zu welchen Maßnahmen führen. Natürlich kann man aber auch eingehen und gucken, dass man gemeinsame Projektteams schnürt, mit Collaboration Tools die Transparenz auf die Projekte hält. Also durch das Collaboration Tool, vieles ja Collaboration in CRM verankert, es kann ein separates Collaboration Tool sein, aber dass Collaboration wirklich die Transparenz auf die Projekte herstellt und auch im Sinne der Zielerreichung Klarheit bringt. Wir diskutieren gleich darüber, ich möchte nur meine Erkenntnisse hier noch Ja, mach mal, ja. einwerfen. Was meine ich damit? Also ich bin ein großer Fan davon, dass zum Beispiel Marketing sich auch messen lässt anhand der Sales Opportunities. Also nicht nur auf Lead-Generierung hier geht, sondern auf Opportunities. Und eine Opportunity ist für mich wirklich ein Lead, der generiert wurde in der richtigen Zielgruppe. Die Zielgruppe muss natürlich definiert sein, aber auch mit einer zeitlichen Relevanz bis zum Kaufabschluss. Also in unserem Fall, wir sind CRM-Hersteller und uns interessieren Unternehmen, die sich für CRM interessieren. Und das heißt, in unserem Fall wäre eine Opportunity ein Unternehmen in einer gewissen ja, Größe in dem Sinne, in einer passenden Branche mit einer passenden Useranzahl. Das heißt, Mitarbeiteranzahl kann ich dann rückschlussfolgern, ob die Userzahl die richtige ist. Und auch innerhalb des nächsten Jahres ein Kaufabschluss tatsächlich stattfinden wird. Also man kann von Bandkriterien sprechen, Budget, Authority, Need, Time oder welches Konstrukt man sich auch wählt. Also das heißt, die Daten war das eine, das wir angesprochen haben. Und jetzt habe ich die zwei anderen Punkte in einen gepackt. Das zweite wäre nämlich die Struktur des Unternehmens. Und das dritte wäre Collaboration. Wirklich der Fokus auf Collaboration zu legen, um hier sehr schnell, agil, auch die Transparenz auf Ergebnisse zu haben und die Zusammenarbeit, zu verbessern. Genau.
Spannend. Also zum Thema Kommunikation, also was ich schon erlebt habe, ich habe mal mit so einem Startup zusammengearbeitet und wir hatten Slack, wir hatten WhatsApp, wir hatten E-Mail, wir hatten LinkedIn, ja. Und das war die absolute Katastrophe, weil jeder hat einfach da reingeschrieben, wo er wollte, ja, zu allen Tages- und Nachtzeiten weniger, aber da war ich dann eher aktiv, ja, aber das Ganze. Also es ging wirklich um interne Kommunikation, ja. Und dann habe ich gesagt, Leute, wir müssen was tun. Und wir haben jetzt bei uns so eine Maßgabe, dass wir sagen, intern gibt es einen Kanal. Extern, das ist vielleicht auch das Spannende, extern lassen wir alle zu, die die Kunden wollen. Also wir unterscheiden zwischen intern und extern, ja, weil das ist für mich auch ein Erfolgsfaktor, ja, wenn einer gerne per WhatsApp kommuniziert, dann soll er das tun, wenn einer per E-Mail oder ich habe sogar Leute, die sagen, schreib mir auf LinkedIn, die wollen gar keine E-Mails mehr, ja, und das denke ich, muss man auch dann irgendwo organisieren, ja, also das einfach mal so wo ich so die Erfahrung gemacht habe, ja, und da tun sich die Unternehmen wirklich sehr, sehr schwer, also das dann auch, ich sage mal, am Laufen zu halten, so einfach so Calibration, dass es wirklich sauber funktioniert. Ja, ich teile auch gern, wie es wir machen. Ich hätte es früher nicht gedacht, aber mein Lieblingsmodul in CRM ist tatsächlich Collaboration. Also ich könnte meine Teams nicht führen ohne das Collaboration-Tool in CRM. Und was meine ich damit? Also wir haben einen recht ausgeklügelten Strategieprozess. Also bedeutet Anfang des Jahres, ich hole ein bisschen aus, dass es verständlich wird. Anfang des Jahres gibt es Unternehmensziele, ja. Und dann wollen wir die runterbrechen, natürlich in die verschiedensten Bereiche. Das heißt, da gibt es strukturierte Strategie-Workshops, aus denen aber auch wirklich Maßnahmenpakete und Projektteams rausfallen. Und die werden als Projekte in CRM angelegt. Und das ist schon mal der erste wichtige Punkt, weil wie häufig ist es der Fall, dass das Top-Management gute Visionen hat, aber man bringt es nicht in die erste und zweite Führungsebene hinein. Also bedeutet wirklich, aus dem Strategieprozess bilden sich Projekte in CRM. Und zu diesen Projekten kann man sich vorstellen, wie bei einem Post auf Instagram oder auf LinkedIn, zu diesem Projekt gibt es dann Kommentare. Und in unserem Fall eben nicht nur die Kommentare, sondern es gibt den Status dazu mit dem jeweiligen Dokument. Und das hat zur Folge, dass ich Beobachtungen erhalte, also Beobachtungsnachrichten erhalte, wie der Projektfortschritt in jedem der einzelnen Themen tatsächlich vonstatten geht. Ich brauche keine E-Mail dazu, ich brauche eigentlich kein Status-Meeting, sondern es wird mir automatisch zugetragen, wenn in dem jeweiligen Projekt etwas geschieht. Und spannenderweise geht dann so eine Dynamik los, dass ein Beitrag dort zu dem Projekt gepostet wird, der für ein anderes Projektmitglied ist und der Task sich dann nicht von selbst, aber durch das Team allein sich löst. Bedeutet, die E-Mail-Flut ist dadurch wirklich stark reduziert. Bedeutet, ich kann die Sure Fixes hernehmen, um wirklich inhaltliche Diskussionen zu führen und zu Sparring zu machen, ohne dass ich mir erzählen lasse, was der Status ist, weil das habe ich entsprechend schon erhalten. Also man denke an die Sales Pipeline Meetings. Ganz spannend. Also in meinen Sales Pipeline Meetings mit den Kollegen, Kolleginnen, man weiß es ja, dann kriegt man den Status reported etc. Jetzt mal ganz ehrlich gesprochen, man muss erstmal auch schauen, dass man zu den zig Kunden dann selbst noch weiß, was war jetzt da letzte Woche. Also wird mir da gerade der richtige nächste Schritt entsprechend kommuniziert oder wäre ein anderer der richtigere? Wie werde ich als Führungskraft überhaupt befähigt, inhaltlich gutes Sparring zu liefern, wenn ich mich noch auf den Status hier entsprechend konzentrieren muss? Und die Nachvollziehbarkeit in so einem Tool ist hier eine viel, viel größere, und deshalb habe ich es erzählt, Thomas, als nur sich hin und her Nachrichten in einem Chat zu schicken, sondern der Arbeitsfortschritt wird gleichzeitig dokumentiert mit den Ergebnissen. Und das hat unsere Organisation in Kombination
mit der agilen Aufbauorganisation wirklich einen Riesenschritt nach vorne gebracht. Ja. Das ist ja also Überschrift wäre ja auch Transparenz, ne? Also, dass auch Definitiv. jeder dann sieht, was jetzt Sache ist, ja? Also also wie sieht es aus? Hat dann jeder Zugriff oder ist es dann je nachdem, in welchem Bereich er ist? Wie habt ihr das geregelt? Der Zugriff ist natürlich in einem CRM-System flexibel gestaltbar. Wir haben natürlich Projekte, die nicht für alle Mitarbeiter zugänglich sind, wenn es gerade um Thema Personalentwicklung und Co. geht, weil auch diese Informationen haben wir darin abgelegt. Aber der Großteil der Informationen, ich würde mal sagen, 95%, ist für alle zugänglich. Und dadurch haben wir auch das Thema erschlagen. Man hört ja oft in der Organisation, Mensch, wir wissen gar nicht, was denn in der Entwicklung tatsächlich die nächsten Schritte sind, wie die Roadmap ist. Wir werden da so wenig informiert. Und dann fängt man an, zig wieder Meetings aufzubauen, die ja auch wertvolle Zeit nehmen, um beim Kunden zu sein oder Dinge voranzubringen. Das heißt, das Tool übernimmt hier wirklich die Information und auch den interdisziplinären Austausch. Ja. Wir haben es schon so aufgebaut, um das noch zu ergänzen. Natürlich ist manchmal die Information eines Kreises, Abteilung, eine zu detaillierte, als dass sie das Nachbarteam versteht. Bedeutet, wir haben hier auf einer Strategieebene auch noch ein Projekt, in dem jedes Team zum Beispiel immer am 15. des Monats einen kurzen Status postet, aber immer in Kombination zur Unternehmensstrategie. Also das heißt, wir haben, wie gesagt, in der Unternehmensstrategie Maßnahmen abgeleitet und diese Maßnahmen, die können sich ändern, natürlich. Nur häufig ist es im Unternehmen ja so, dass die sich nicht ändern, weil die Umweltbedingungen oder die Rahmenfaktoren sich geändert haben, sondern weil man irgendwie vielleicht einfach nicht dazukommt und die strategischen Dinge runterfallen etc. Das heißt, diese Transparenz, die hier aufgebaut wird, ist hier eine sehr große und führt dazu, dass auch das ganze Unternehmen entsprechend individuell ihrer Bedürfnisse gut informiert ist. Also So und jetzt, ja. ich weiß noch, als ich das zum ersten Mal gemacht habe, also Unternehmensziele runterbrechen bis auf die Abteilung oder sogar bis auf den Mitarbeiter, ja, um dann halt auch zu sagen, hey, du persönlich zahlst mit deiner Leistung so und so auf die Unternehmensziele ein. Ja, also das ist nicht ganz einfach am Anfang, glaube ich, wenn man das macht, aber das gibt einen riesen Boost, ja, weil man auf einmal auch ich sage es jetzt einfach mal so ein bisschen wissenschaftlich, ein Gefühl für die Wertschöpfungskette kriegt, ja. Also wo ist man dran beteiligt? Und ich erlebe immer wieder, dass es Unternehmen gibt, wo da jeglicher Sachzusammenhang verloren gegangen ist, ja. Also die machen irgendwas, ja. Und aber das ja, bringt es was, das wird nicht so richtig hinterfragt, ja. Ja, genau. Und die Situation, die ja dann häufig entsteht, ist, dass man das Feedback aus den Bereichen bekommt, naja, unsere Pipeline ist ja entsprechend schon voll. Entsprechend der Arbeitsweise, die sie für ihr Team gewählt haben, unsere Sprintplanung ist schon voll, etc. Nur die Frage ist ja immer, ist es zielgerichtet? Also ist sie voll, weil Genau. sie voll ist? Sie wäre immer voll, wenn gute Menschen Ideen haben. Aber zahlt es auf einen Fokus ein. Und jetzt sind wir wieder zurück bei dem Thema Marketing. Gleiches, was ich gerade für das ganze Unternehmen erzählt habe, ist natürlich die Vorgehensweise für Vertrieb und Marketing. Wir haben ein Ziel in dem Sinne, das wir verfolgen. Wir brechen es zusammen auf Maßnahmen herunter und wollen durch eine Collaboration in CRM aufbauen, dass wir wirklich an diesen Maßnahmen arbeiten, dass auch Transparenz hinsichtlich der Ergebnisse stattfindet und das alles in Kombination natürlich auch mit den Kundendaten. Deshalb ist hier der Kontext hier, das in CRM zu machen, auch sehr, sehr praktisch und zu empfehlen. Ihr geht ja noch einen Schritt weiter. Also ihr sprecht ja intern nicht von CRM, sondern ihr sprecht ja von XRM. Erklär Genau. mal den Zuhörern oder den Zuschauern, was ihr unter XRM versteht. Ja, sehr gerne.
Also schon so lange im CRM-Business zu sein, also jetzt hier an meiner Stelle, ja, also genau über 10 Jahre, ich höre auf zu zählen, also noch länger, weiß man ja, CRM hat ja eine Reise hingelegt, also jetzt rein CRM, ich spreche jetzt rein von CRM. Und dann kam plötzlich das Thema XRM dazu, also oder wir trafen ja verschiedene Wörtlichkeiten an. Also einmal ging es um das Thema Any Relationship Management oder das Thema Experience Management. Und meines Erachtens ist es so, dass CRM sich einfach weiterentwickelt hat um das Thema herum, dass es wirklich alle Beziehungen hin managen kann. Und das Unternehmen sich jetzt aussucht, ja, welche Beziehungen möchte ich denn gemanagt haben? Ich habe eben von uns erzählt, dass wir auch die internen Beziehungen mittlerweile und die interne Zusammenarbeit darüber regeln und eine enorme Effizienz dadurch erfahren haben. Und genauso sehen wir das bei Adito. Also uns geht es um alle Beziehungen zu managen, sowohl die internen als auch die nach außen, mit dem Ziel, natürlich eine bessere Kundenbeziehung aufzubauen. Das ist es, wo es am Ende des Tages geht, habe ich nachher in den Slides auch mit dabei. Also CRM, oberstes Ziel nach wie vor bei den jetzt jüngst 250 befragten Unternehmen war es, wirklich die Kundenbeziehung zu verbessern. Und dann war aber schon das zweite Ziel von CRM die entsprechende Steuerung und Kontrolle für alle Prozesse hin zum Kunden hin effizient zu gestalten. Vertrieb, Marketing, Service. Also insofern, wir haben genau diese zwei Anspruchsgruppen, die wir hier handeln müssen. Wir müssen natürlich intern handeln, wir müssen nach außen handeln. Und spannend ist aber jetzt, wenn wir gucken, wo hier Unternehmen heute stehen. Also Thomas, was sind hier deine Berührungspunkte? Was ist dein Guess? Oder gerne hier auch ans Publikum. Was denkt ihr? Könnt gerne in den Chat hineinschreiben. Also wo stehen die Unternehmen denn heute? Also schaffen die es schon mit CRM, also hoffentlich die Kundenzufriedenheit zu verbessern? Ja, aber wie stark innovativ ist man hier unterwegs? Also geht man hier schon in die Richtung künstliche Intelligenz? Schaffen es Unternehmen hier wirklich mit den ganzen Daten entsprechend zu arbeiten, individualisierte Botschaften nach draußen zu bringen? Ich spreche jetzt von individualisiert und man könnte noch eins draufsetzen. Hyper individualisiert entsprechend vorzugehen. Thomas, was sind deine Erfahrungen? Und gern auch einmal in die Runde, bevor Also ich auch aus der Studie erzähle. ich sag, da wird die Luft ganz, ganz dünn. Also die Technologien, die Systeme, die Methoden gibt es ja, aber ich sage mal, die Umsetzung, die hinkt. Also ich bin ja immer auf der Suche nach so Sales Excellence oder Marketing Excellence Beispielen, ja. Und da musst du wirklich schon sehr, sehr lange suchen, ja, um da jemanden zu finden. Also ich könnte jetzt auch spontan könnte ich dir vielleicht zwei, drei nennen, ja, wo ich denke, dass die ganz gut unterwegs sind, ja. Aber das ist ja wenig, ja, das ist ja gar nichts, ja. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie viele Kontakte ich auch wirklich habe, ja, wie viel, also auch jetzt persönliche und so weiter. Und da hinken viele extrem hinterher, muss man wirklich sagen. Ja, die wollen alle digitalisieren und sind noch bei minus analog. Ich sag's jetzt mal so, ja, weil das, was du jetzt erzählt hast, das sind ja ganz andere Hausaufgaben, ja. Also wenn er sagt, ihr macht Anfang des Jahres eine Strategie, ja, also das hat ja nichts mit Digitalisierung oder so zu tun, ja, sondern ist ja eher Unternehmensführung und das hat man in der analogen Welt auch schon gemacht, ja, oder machen sollen, ja, und die Umsetzung, die kommt ja dann erst viel, viel später, ja, also ich kenne da sehr, sehr wenige Firmen, die das so konsequent machen, ja, aber komischerweise sind die halt auch dann die, wie sagt man so schön, High-Performer, das sind die dann extrem wachsen, ja, weil sie da in dem ganzen Prozess vieles richtig machen, ja. Ich hätte mal vielleicht ein kurzes Beispiel. Ich weiß nicht, ob das passt. Und Probier zwar, es ich war, aus, Felix. ja, ich war letzte Woche bei Fielmann.
Und beim Fielmann, also ist das ja so, Termine ausmache, alles per E-Mail und so und toll. Und ich weiß auch, der hat ganz ausgefeilte optische Untersuchung von den Optiker und dann war das alles okay. Und dann musste ich noch einmal hinkommen, um was Rezept abzugeben und mit der Brille, also eigentlich nur was abzugeben. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich was abgeben will, dann gehe ich da vorbei, gehe in den Laden rein und dann war es das. So, und dann steht da eine Dame an einem PC und dann fragt die mich, habe sie einen Termin? Dann habe ich gesagt, sie, ich will nur was abgeben. Ja, also ohne Termin, sind noch drei Leute vor mir, das dauerte eine ganze Weile und war dermaßen arrogant und überheblich in ihrer Aussage. Keine Frage, sie, um was geht's denn? Oder zumindest, und dann, wenn ich dann die Werbung im Fernseher sehe, Fielmann, Brille, dann muss ich sagen, dann ist diese Erfahrung wieder was, wo ich sage, das passt nicht zusammen. Und da machen die mehr kaputt durch so jemanden, der so praktisch, oder ich sage es jetzt mal umgekehrt, je exakter ein Unternehmen durchorganisiert ist, umso, also Generalisierungen sind schwierig, aber häufig fehlt dann die Flexibilität, dass man aus diesem Prozess einfach aussteigt und sagt, oh sieh, da ist schon ein Mensch, also das Menschliche bleibt total auf der Strecke. Genau. Also das ist ja, Ich ich würde nenne es vielleicht noch immer einen Punkt ergänzen, in der Gesamtrede, einfach um die beiden Punkte auch miteinander zu verbinden. Also meine Erfahrung aus den letzten 3 Jahren bestätigt alle Aspekte. Einerseits, die Kunden fühlen sich nicht richtig abgeholt in den Themen. Auf der anderen Seite, die Firmen sind in ihren Prozessen teilweise Ende zu Ende noch gar nicht so weit, um überhaupt abschätzen zu können, welche durchgehenden Prozesse sie haben. Und die sind natürlich dann auch nicht, wie gerade eben gehört, personalisiert. Das ist natürlich das Schwierigste. Jemand fühlt sich abgeholt, wenn er einen persönlichen Bezug hat, ne? So, jetzt will ich die Datenschutzthematik hier nicht vertiefen. Wir wissen, personalisierte Ansprache bedeutet auch, Datenschutz entsprechend anzupassen. Ich formuliere es vorsichtig, ja. Das, was mir aber am häufigsten gegenübertritt, ist zwei Dinge. Einerseits, die Firmen nutzen künstliche Intelligenz noch nicht, aber sie wollen intensiv diesen Kontext nutzen. Und da ist die große Schwierigkeit, weil es gibt sehr viele Befürchtungen bei den Mitarbeitern, da geht Wissen verloren, da geht irgendwas weg. Ich formuliere es mal ganz offen, so wie die Ängste auch kommuniziert werden. Auf der anderen Seite ist völlig klar, die, die sich intensiv damit beschäftigen, haben tatsächlich einen Produktivitätsfortschritt von bis zu 30 oder mehr Prozent, unabhängig davon mal zu sehen, wie das gemessen wird. Nur, dass man eine Vorstellung hat, was für eine Mächtigkeit auch dahinter steht, ja. Und viele befürchten dann auch, naja, dann entscheidet zukünftig irgendeine künstliche Intelligenz. Und da sind meine Erfahrungen gänzlich andere. Wenn die Teams sich darauf einlassen, dann entsteht mehr Diskussion über die Themen, ne? Ich gebe ein Beispiel: automatisierte Generierung von Webseiten mit Inhalten, die personalisiert sind fürs Unternehmen, gegebenenfalls sogar für den Adressaten, der es sich gerade anguckt. Denken wir alle, nein, das müssen wir freigeben. Da sage ich, kein Problem, gebt ihr frei. Dann hat man pro Tag etwa 500 Seiten freizugeben. Macht dann natürlich auch keiner, ne? Aber der Effekt, der dann passiert, ist, dass die Teams intensiver über die Inhalte sprechen und sich an den Ergebnissen orientiert, Entscheidungen viel einfacher machen als bisher. Ja, und das fand ich jetzt also etwas, was mal zu teilen, glaube ich, relevant ist, einfach um zu sagen, naja, was ist denn der Endzustand? Der Endzustand ist nicht mehr, dass man so viel Arbeit hat, aber die Resultate in der Qualität deutlich hochziehen kann, weil man selber die Bewertung machen kann. Ja, danke. Das glaube ich auch. Also da wird dann arbeitet mehr inhaltlich und ansonsten war man mehr mit dem Austausch und mehr mit Suchen beschäftigt. Ja, und das wird ja dann in Zukunft hoffentlich immer weniger werden. Du hast noch zwei Anmerkungen, Guido. Machen wir die auch direkt. Ich lese Ja, mal gerne. vor. Ziele werden in der Regel an Kosten festgemacht. Wie habt ihr es geschafft? Umsatzfokus
in das Zielsystem einzubauen. Und dann noch eine Anmerkung: Kundenzufriedenheit verbessern gleich höherer Umsatz, Fragezeichen. Ja, ich gehe mal gern erst auf die erste Frage ein, Guido. Hm? Also wenn man den Strategieprozess hier stringent top-down und bottom-up hier führt, also top-down im Sinne von welche Ziele gibt es, also das heißt auch, welchen Umsatz haben wir nächstes Jahr vor, welches EBIT haben wir entsprechend geplant, welche Kosten, also erschließt sich ja daraus, haben wir dafür zur Verfügung. Und dann in der Moderation, und da kann ich gerne einmal, wenn man persönlich auf mich zukommt, zum Beispiel mein Template teilen, das ich jetzt da seit Jahren entwickelt habe, wie man diese Moderation, wie einem die so gelingt, dass die Priorität entsprechend der Ziele auch in die Organisation kommt, dann klappt das. Also es das heißt, es ist natürlich immer wieder ein Priorisieren, dann entsprechend der X- und Y-Achse, der Umsetzungswahrscheinlichkeit, wie häufig, wahrscheinlich schaffen wir es wirklich, diesen Task umzusetzen. Und das zweite in Richtung auf Zielrelevanz. Also es das heißt, jeder der Maßnahmen wird priorisiert auch auf die Zielrelevanz. Und wenn eben diese Zielrelevanz in Richtung Umsatz, EBIT, Kostenstruktur entsprechend nicht gegeben ist, fällt der Task raus. Also die Aber er ist so Moderation relevant macht dafür, es. ne? Also, Ja. ich sehe halt häufig, dass im Marketing und Vertrieb die Umsatzziele verortet werden, aber nicht in den, ich nenne es jetzt mal in den IT-Abteilungen, die diese Systeme unterstützen. Ne? Und genauso verhalten die sich auch. Ich will jetzt nicht vom Beamtentum sprechen, aber die machen das dann nach ihren Vorstellungen, nicht nach den Prioritäten des Unternehmens. Ja, Und da kommt leider. wieder ein super spannender Gedanke, Guido, und ich würde da gerne noch drauf eingehen. Und wenn ich jetzt aber natürlich die Transparenz hätte, wir bleiben genau bei dieser Diskussion, wir wünschen uns diesen und jenen Umsatz. So, es bleibt ja noch ein Wunsch. Ich muss ja erstmal in die Machbarkeitsstudie hier eintauchen, ob das überhaupt möglich ist. Was ist denn der Preis, um diesen Umsatz tatsächlich abrufen zu können? Diese Frage muss ja gestellt werden. In Richtung Marketing, in Richtung IT-Infrastruktur, in Richtung Personal. Also das heißt, was brauche ich, um diesen Umsatz entsprechend erbringen zu können? Und wenn jetzt die Situation folgende wäre, dass du anhand eines CRM-Systems aus der Vergangenheit wüsstest, wie viele Leads du brauchst, mit welcher Conversion Rate, mit welcher Abschlusswahrscheinlichkeit, um den Umsatz zu erbringen und dann konjunkturelle Faktoren. Wir blicken nun Okay. mal auf ein Wirtschaftswachstum von 0,2% prognostiziert für 2024. Das heißt, wahrscheinlich ist der Fokus rein Neukundengewinnung ein gefährlicher, sondern das Thema Bestandskundenbetreuung und hier Ausweitung ist ein wichtiges Thema. Dennoch, wenn ich diese Transparenz auf den Funnel habe, dann kann ich damit arbeiten und kann schauen, entsprechend ist der Umsatz tatsächlich abrufbar oder nicht. Super, danke. Ja. Miriam, ich glaube, das ist fast noch mal ein eigenes Thema wert irgendwann. Ja, also Und so sollten ja. Marketing- und Vertriebsteams geführt werden. Also ich hatte es ja eingangs erwähnt, dann kann ich auch entsprechend Marketing auf Opportunities hinmessen. Ja, also das heißt, ich habe meinen Lead-Funnel, ich habe am Anfang Marketing, je nachdem, kann jedes Unternehmen anders machen, aber Marketing Qualified Lead, dann habe ich Sales Accepted Lead, Sales Qualified Leads, dann habe ich irgendwann eine Opportunity und so weiter, Negotiation. Und wenn hier auch entsprechend Parameter dahinter liegen, was in welcher Phase geschehen muss. Und ich merke, bei diesem und jenen Vertriebler, Vertrieblerin bricht das Projekt immer an dieser Phase ab, dann weiß ich, dass ich hier Hilfestellung bieten kann. Vielleicht haben wir hier eine Risikoanalyse vergessen. Vielleicht haben wir hier im Stakeholderkreis nur drei Entscheidungsträger um deren Ziele befragt und nicht fünf. So, und jetzt danke euch für diese Detailfragen, weil die bringen uns jetzt wirklich zum Punkt. Jetzt sind wir nämlich auch an dem Punkt, warum ich eingangs gesagt habe, wenn mir ein System die Transparenz über den Status liefert und ich den verstehe als Führungskraft, dann kann ich in eine inhaltliche Diskussion einsteigen, um dann Hilfestellung zu bieten. Und dann geht eine Organisation nach vorne. Aber wenn ich nur auf dem Modus immer bleibe, mir den Status entsprechend auf einer höchsten Flugebene berichten zu lassen. Ja, Ja. das bringt wenig, das ist richtig. Danke, danke für die Ausführungen. Gerne.
Und eine Frage, die du noch gestellt hast, Kundenzufriedenheit verbessern ist gleich höherer Umsatz. Ich gehe hier gern einen Schritt weiter, Guido. Also ich finde, Kundenzufriedenheit ist total wichtig. Vor allem jetzt, Felix, wie es du erwähnt hattest. Also danke für das Beispiel von Fielmann. Da könnte man mal einen Friction Manager einschalten und sagen, wo mache ich dem Kunden das Leben schwer? Ja, Ja. also, aber im B2B-Kontext finde ich sehr klug, eigentlich eins weiterzugehen und zu sagen, wo mache ich meinen Kunden erfolgreicher? Weil die Zufriedenheit, die ist von heute auf morgen weg. Wenn wir jetzt irgendwie eine blöde Diskussion miteinander haben, dann wirst du morgen nicht zufrieden sein mit dem Unternehmen, weil es ist ein rein emotionales Thema. Wenn ich es aber schaffe, den Kundenerfolg, Customer Success, auch messbar zu machen. Ich möchte ein Beispiel erwähnen. Wir haben eine CRM-Lösung. Wenn ich messen kann, wie viel erfolgreicher unsere Kunden sind, messbar, anhand derer KPIs, wegen und dank unserer Lösung, dann sind wir auf einer ganz anderen Diskussionsebene. Da gibt's. Insofern, ich glaube schon, Kundenerfolg, ja, führt zu höherem Umsatz bei Unternehmen. Aber ich würde es gerne auf den Kundenerfolg titulieren, ja, und nicht die Kundenzufriedenheit. Kundenzufriedenheit ist total wichtig, aber heutzutage schon fast ein Hygienefaktor. Also ohne geht es sowieso nicht. Vielleicht Danke. noch gerade ergänzend, das ist mir vorhin bei meiner Schilderung nicht eingefallen. Also ich war ja dann ziemlich frustriert und habe mich umgedreht. Das war am Freitagmittag und bin zur Tür gelaufen und dann hat die Dame mir noch hinten nachgerufen, schönes Wochenende. Also das finde ich ja, also sowas von daneben und zeugt doch dafür, dass so jemand mit Kunde umgang, aber nicht nur ein Bruchteil von einer Ahnung hat. Ne? Ja. Also, oder ich, also wie gesagt, ich gehe ja eher in die kleinzählige Sache, wenn ich in ein Restaurant gehe und esse vorzüglich, werde toll bedient und gehe auf Toilette und der Papierkorb zum Hände abtrocknen ist total überfüllt und das Papier liegt auf dem Boden rum, dann ist doch diese ganze Mühe des Kundenservice im Servicebereich, der kriegt doch wirklich ein negativer Touch. Und da finde ich einfach, da ist in unserer heutigen Zeit viel zu wenig Sensibilität, auf die kleinen Dinge zu achten, wo sich der Kunde wohlfühlt. Und das kann er ja kontrollieren. Wie es in der Küche aussieht, kann er nicht kontrollieren. Aber wie es auf der Toilette aussieht, das sieht er. Miriam, angesichts der Zeit, willst du mal zu deinem zweiten Teil kommen? Sehr gern. Ich hoffe, es ist Interesse dafür da. Dann gehen wir eine Stufe mehr ins Detail und ich teile meinen Bildschirm mit euch. Wenn ich das Lob als Zwischeneinlage machen darf, also ich finde, wie du das vortragst, Miriam, ist hochinteressant und auch emotional kompetent. Also deshalb ist das Interesse, also zumindest denke ich, auf jeden Fall da, ne? Vielen Dank, danke sehr. Absolut. Wenn jetzt hier meine Maus auch noch auf der Bildschirmfreigabe das machen würde, was ich möchte, dann wäre es noch wunderbar. Kannst auch so blättern. Das ist Ja, jetzt bin ich nur gerade kommst du unten blöd rein. und. Einen dann. Oh, Entschuldigung. So, Alles gut, ich mache alles mal gut. ganz kurz Stopp und teile mal noch mal meinen anderen Bildschirm. Jetzt gleich in den Präsentationsmodus, aber vielleicht ist, weil ich an dem anderen Bildschirm hänge. Dann machen wir es jetzt so. Alles gut. Ja, vielleicht als Lückenfüller, das, was du beschreibst, Felix, mein Chef von Bechtle, der hat immer gesagt, die einfachen Sachen besonders gut machen. Ja? Ja. Und da steckt viel, viel Wahrheit drin. Und das sind ja wirklich keine hochtrabenden Dinge, die du jetzt da, also von der Tätigkeit her, ja. Ja. Genau. Ah ja, jetzt geht's los hier. Genau, also einen positiven Aspekt. Wir wollen nämlich nicht alles hier schlecht reden.
Wir betrachten ja heute das Thema Digitalisierung unter dem Aspekt Vertrieb und Marketing, wie die besser zusammenarbeiten können. Eine Antwort davon ist Digitalisierung. Und deshalb haben wir uns jetzt in der zweiten Studie, sprich dem CRM-Report 2024, wo es insbesondere um Digitalisierung und CRM geht, damit befasst, wie weit Unternehmen in puncto Digitalisierung schon sind. Und hier ist etwas positiv zu vermerken. Und zwar, wir sehen hier links 35% waren es in 2022, die sich wirklich als Vorreiter bezeichneten. Und wir haben hier nicht nur die Worthülse Vorreiter hineingepackt, sondern wir haben auch abgeprüft, welche Prozesse entsprechend schon digitalisiert sind. Und in 2024 sind es 50%. Das heißt, Unternehmen haben erkannt, sie müssen in Digitalisierung investieren. Sie müssen hier Prozesse entsprechend automatisieren. Sie müssen hier Investments tätigen, um vorwärts zu kommen, um am Markt flexibler zu sein, entsprechend und auf Marktbedingungen schneller und effizienter reagieren zu können. Und das ist ja schon mal was Positives. Wie vorhin gesagt, das bildet den Querschnitt des deutschen Mittelstands und insofern ist das wirklich eine gute Nachricht. Wir haben uns vorhin auch, ich möchte hier nochmal schwarz auf weiß liefern, aber wir haben uns vorhin schon darüber ausgetauscht, welche Ziele denn CRM überhaupt verfolgt. Und an alleroberster Stelle steht nach wie vor das Thema Kundenzufriedenheit erhöhen und Kundenbindung steigern. Das sollte an oberster Stelle auch jetzt hier bei allen hier genannten Beispielen stehen und ist, wozu CRM eine Hilfestellung bieten kann. Aber auch, und hier merken wir Änderungen, ihr habt mich vorhin gefragt, ist CRM noch CRM oder ist es schon XRM oder weiteres? Heute geht es wirklich im CRM-Kontext darum, auch die Zusammenarbeit zwischen Abteilungen entsprechend effizienter zu gestalten, im Kundenkontakt dann effizienter zu agieren durch eine bessere, und hier sind wir es, Planung, Steuerung und Kontrolle aller Marketing- und Vertriebsaktivitäten. Hier an vierter Stelle kommt das Thema einheitliche Basis für Kundenanalysen. Wir hatten es anfangs auch erwähnt, hierzu braucht es ein ordentliches Schnittstellenmanagement. Es braucht Menschen, die den gesamtheitlichen Blick schaffen, über alle Kundenprozesse aufzubauen, um dann in dem Strategieprozess zu kaskadieren, wie erzeuge ich eine höhere Customer Experience. Hier auch eine Detailgeschichte. Wir machen es mit unseren Unternehmen zum Beispiel so, dass wir wirklich auch den Customer Experience Reifegrad analysieren. Und hier tauchen wir nicht nur auf eine CRM-Tool-Evaluierung ein, sondern wir gucken, wo steht das Unternehmen in Richtung Datenkompetenz, Organisationskompetenz, Kundeninteraktion, natürlich auch CRM-Tooling und weitere. Also wir haben hier sieben Dimensionen, die wir überprüfen. Und dann, um dann einen Reifegrad abzuleiten, der sich aus einem Ist und einem Soll erschließt, individuell je Unternehmen natürlich andersartig, und entwickeln dann einen Maßnahmenplan, den wir auch begleiten und in die Umsetzung bringen. Um am Ende des Tages, ich mache die Brücke, wirklich Customer Success, einen Kundenerfolg durch CRM zu gestalten und nicht nur wieder ein CRM-Tool einzusetzen. Denn dazu habe ich auch eine Erkenntnis, nicht auch wieder einfach ein CRM-Tool einzusetzen. Es geht um die hohe Abbruchquote, die bei CRM-Projekten vorherrscht. Das ärgert mich jetzt selber mit dem Bildschirm hier links, aber wenn ich euch hier vom Strom und vom anderen Bildschirm abnehme, dann habe ich gerade Sorge, dass irgendwas abbricht. Ich hoffe, ihr seht es gut. Die Alles hohe gut. Abbruchquote bei CRM-Projekten, es ist so, dass wirklich hier also 26% der befragten Unternehmen schon einmal ein CRM-Projekt abgebrochen haben. Also, und das, ja, man weiß, warum werden so große Projekte abgebrochen? Denn man weiß, es ist mit einem unheimlichen Investment verbunden, also im Sinne von Kosten, aber auch Aufwand, Kraft, Energie, die ein Unternehmen hier reinsteckt, so eine Enterprise-Lösung zu etablieren.
Dennoch sind die größten Gründe, die am höchsten gewerteten Gründe immer noch die technische Kompetenz oder Leistungsprobleme, also es das heißt Performance oder die Prozesse konnten nicht so abgebildet werden, wie man es sich wünschte. Budgetgründe oder auch organisatorische Entscheidungen. Ja. Und dann stellt sich daraus natürlich die Frage, ja, wie viel Unternehmen heute auch bereit sind zu wechseln. Und das fand ich sehr spannend, denn verbunden mit diesem Argument, wie eben Zeit, Investment, Energie, die hier Unternehmen investieren, um so ein CRM-System zu etablieren, ist es trotzdem so, dass 23% der befragten Unternehmen Stand heute sich gerade überlegen, ein neues CRM-System einzusetzen. Wenn man auf die Reise geht, hier sich ein CRM-System ins Haus zu holen, dann stellt sich die Frage, welche Entscheidungskriterien gewichte ich am höchsten? Und hier haben die 250 befragten Unternehmen am höchsten die fachliche Kompetenz des Partners entsprechend bewertet, weil eine CRM-Reise gemeinsam ist eine längere Reise. Also man braucht eine Zeit lang, um mal ein CRM-System zu evaluieren. Dann, klar, man kann es auch in 3 Monaten entsprechend implementieren. Ein CRM-System kann auch mal länger brauchen, je nachdem, welche individuellen Anforderungen das Unternehmen hier hat. Deshalb ist es so wichtig, sich einen guten Partner ins Boot zu holen. Ich nehme mal einen ganz kurzen Schluck. Was Ein ich. Partner, der zum einen das Mindset hat, ja, wir gehen die Reise gemeinsam, wir finden Lösungen auf alle Probleme. Ein Partner, der auch eine Kundennähe an den Tag legt, mir das Vertrauen gibt, dass man die Reise gemeinsam gehen kann. Dazu braucht es Kompetenz, aber es braucht dieses Vertrauen. Also viele legen Wert, jetzt hier in Deutschland auch bei der Befragten wirklich ein deutsches Anbieten zu haben, Unternehmen zu haben, das einen betreut, um eben hier dieses große Projekt gemeinsam erfolgreich umzusetzen. Die allgemeine Servicequalität, wir hatten hier gerade auch schon ein Beispiel dazu, als Top-Entscheidungskriterium die Termintreue und auch die Berücksichtigung individueller Anforderungen. Also es gibt ja Tools, die mehr auf auch Low-Code setzen, bedeutet, dass das Tool sich individuell weiterentwickeln lässt, durch ja eben mit einem Low-Code-Ansatz, also das heißt mit wenig Aufwand im Haus beim Kunden angepasst und customized werden kann. Und gerade unter diesem Aspekt, was wir vorhin hatten, dass die Daten zwar viel gesammelt werden, aber noch nicht damit gearbeitet wird, weil keine einheitliche Datenbasis entsprechend vorhanden ist, ist ein Argument dafür, wirklich sich einen Anbieter auszusuchen, der einen Low-Code-Ansatz auch entsprechend umsetzt. Und 2 Folien hier noch zuletzt, und zwar zum Thema KI. Hier spannend zu sehen, wir hatten es vorhin in der Diskussion. In vielen Unternehmen müssen noch die Basics nachgezogen werden. Ich kann kein Haus ohne ordentliches Fundament bauen. Und wenn ich dann einen Vertriebsprozess, der noch nicht einmal in Phasen, wie vorhin erwähnt, mit einem Lead-Funnel, mit Marketing Qualified Leads etc., wenn ich diesen noch nicht einmal mit Qualitätskriterien im Unternehmen etabliert habe, würde ich dem Unternehmen als erstes raten, die Hausaufgaben zu machen, eine ordentliche Zielgruppensegmentierung etc. Dennoch ist es so, dass KI wirklich ein Hebel ist, um jene Prozesse, die automatisiert abgebildet werden können, entsprechend zu unterstützen. Und ich bin auch der Meinung, dass es nicht an persönlicher Note deshalb oder dass die persönliche Note dadurch leiden wird. Denn man kann all jene Suchvorgänge, zum Beispiel Analyseauswertungen,
oder eine entsprechende Template-Entwicklung einer E-Mail, Serviceprozesse, Hilfestellungen, Trainings etc. durch KI unterstützen lassen, um sich dann auf den persönlichen Kontakt konzentrieren zu können. Und das Schöne ist, dass hier tatsächlich schon 58% der befragten Unternehmen im Mittelstand KI-Anwendungsfälle heute umsetzen. Wir haben das aber auch im Kontext von CRM überprüft, denn die 58%, die sind jetzt generell auf die IT-Landschaft, vielleicht auf ERP und sonstiges, oder waren Wirtschafts Themen, Auswertungen, Data Science. Wir haben es im Kontext von CRM analysiert und hier sind es erst 9%. Das heißt, wir haben hier viel Potenzial. CRM-Systeme geben hier auch schon Hilfestellungen, geben hier Anwendungsfälle, die benutzt werden können. Es ist dennoch so, dass hier das Potenzial noch weitestgehend ungenutzt bleibt. Genau. Und eins noch, um das mit hier Fleisch zu belegen, mit entsprechender einem Fundament. In welchen Themen könnte man denn KI im CRM-Kontext heute schon verwenden? Und Unternehmen haben hier beantwortet, es ist zum Beispiel Datenmanagement oder Analytik, eine Automatisierung von Prozessen, ein Kundenengagement oder Service, also ganz viel im Bereich Service, da kennt man es entsprechend schon mit Bots und Co. Und unterstützende Systemfunktionen, so eine Automatisierung von Einzelprozessen, Prozesseingaben, Dateneingaben, die sonst händisch eingetragen werden hätten müssen. Insofern, diese Studie ist auch gern auf unserer Seite, auf ich habe die Key Findings schon mitgegeben, auf unserer Seite auf Adito. Gern zum Download wird zur Verfügung gestellt und ich freue mich auch sehr, wenn wir uns darüber austauschen oder über CRM im Detail. Auch die Studie zu Marketing ist auf unserer Website downzuloaden. Insofern sind alle Detailinformationen auch dort für euch noch erhältlich. Miriam, vielen, vielen Dank. Wir haben jetzt nur eine Minute, vielleicht ein bisschen überziehen, macht nichts, weil wir zeichnen ja auf, falls jetzt jemand komplett jetzt weg muss. Es gibt ja am Montag die Aufzeichnung. Ich habe nur eine Frage vom Ralf Ziegler, der hat so einen Gedankengang. Wir müssen ja Neues entwickeln, Geschäfte, Kontakte, Marktstrukturen ändern sich massiv, Lieferwege ändern sich. Ein Vertriebsleiter hat mir einmal erzählt, er habe einen neuen Außendienstmitarbeiter einmal 14 Tage lang untersagt, ins CRM-System zu schauen. Er sollte nur den Markt bereisen. Wo sind potenzielle Kunden? Er hat 20 Neukunden gebracht. Interessantes Beispiel. Ja, Da muss man spannendes natürlich gucken, wie Beispiel. groß die, muss man natürlich gucken, wie groß die Ticketgrößen waren, ja, und Genau. die Alternativen, ne? Und auch hier gilt es, also spannende Ansätze. Ich bin insgesamt ein Freund davon, einmal ums Eck zu denken, im Sinne von zu gucken, einfach, wo ist unser Kunde, wo treffe ich den an und wie ist der direkteste Weg, dem den guten Service zu bieten. Bedeutet, es ist nicht jeder Ansatz für jeden passend. Dennoch kann man diese CRM-Ansätze, wenn sie stringent und effizient die Prozesse hier des jeweiligen Unternehmens unterstützen, dann können sie einfach nur positiv sein. Und vielleicht war dann das jeweilige CRM-System in diesem Beispiel so ein bisschen zu kompliziert oder man konnte die Besuchsberichte, weiß ich nicht, nicht per Spracheingabe eingeben oder vielleicht war es wirklich mehr ein Hindernis als eine Unterstützung. Und an diesem Punkt müsste man dann entsprechend ran, hatten wir in der Auswertung auch gesehen, die Prozesse müssen gut unterstützt werden, sodass die entsprechenden Vertriebsmitarbeiter damit arbeiten und dies auch ja, zum Mehrwert stiftet. Denn wenn dieser eine Mitarbeiter im Außendienst vielleicht zu 20 Interessenten gefahren wäre, wo der andere Außendienstmitarbeiter vielleicht auch schon gewesen wäre, oder man, weil es ja vielleicht ein neuer Mitarbeiter ist oder was auch immer, also die Kundenhistorien sollten eigentlich einen Mehrwert bieten. Und insofern würde ich diesen Ansatz dann gerne noch genauer verstehen, warum es dazu geführt hat, also dass man hier lieber ohne CRM-System arbeitet als mit. Aber Okay. vielleicht noch ein bisschen,
ein bisschen ein provokanter Ansatz dazu sage. Also der Hirnforscher Hüther sagt ja, jedes lebende System versucht, Energie zu sparen, wo es nur kann. Also er projiziert es ja vom Hirn des Menschen auf alle andere Abteilungen und alle Systeme. Und die Gefahr könnte doch sein, dass wenn KI und wenn die Systeme alle so perfekt sind, dass eben einfach das ein ganz natürliches Verhalten ist, dass wenn was bequemer wird, dass man dann den Mehraufwand des persönlichen Kontaktes oder des Reisens oder wie auch immer einfach aus ganz natürlichen Aspekten reduziert. Ne? So wie ich jetzt, wenn ich wohin fahre, wenn ich mein Navi habe, dann schalte ich das ein und dann Genau. fahre ich vielleicht einmal einen Umweg. Hauptsache, das Navi sagt mir rechts, links, obwohl ich jetzt vielleicht, wenn ich selber aufs Kart gucken würde, viel schneller dort wäre. Ne? Genau, und bevor man aber das Navi noch das erste Mal verwendet hat, ist es auch normal, dass eine gewisse Hürde besteht, um es das erste Mal zu nutzen. Und da müssen wir den Organisationen helfen, an der Stelle. Diese Hürde abzubauen, also CRM in die Verwendung zu bringen, die Prozesse wirklich zu unterstützen. Ja, denn auch das ist menschlich, dass wir die Organisationen erst trainieren dürfen, den Nutzen kommunizieren müssen, ein Change Management brauchen, um diese Innovationen auch in die Praxis zu bringen. Miriam, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich fand es sehr, sehr spannend. Ich finde auch eure beiden Ausarbeitungen, die zwei Studien, finde ich auch sehr, sehr gut. Also vielen Dank, dass du deine Insights geteilt hast. Ja, ich freue mich auf weiteres. Bleib gesund und munter. Ich verabschiede mich jetzt auch schon mal von der LinkedIn-Gemeinde. Schön, dass ihr da wart. Bleibt uns treu und bis zum nächsten Mal, ja? Tschüss. Danke auch von meiner Seite. Tschüss.